Wir machen eine YouTube-WG. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch und heute ist der große Umzugstag. Hallo, wir sitzen jetzt gerade hier schon in der YouTube-WG. Unser erstes Intro von hier, von unserem neuen Videodrehzimmer. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie das aussieht, das ist das schönste Videodrehzimmer auf der Welt. Ich weiß, ich kenne noch nicht alle, aber ich bin überzeugt. Kennst du irgendein anderes außer unser altes? Ja, manche kenne ich schon jetzt so von YouTube und so. Ja, was haben wir heute vor? Den Rest umziehen, so richtig umziehen. Ich bin natürlich mit dabei, ich lasse mir das nicht nehmen. Wir haben nämlich im alten Videozimmer ganz schön viel Kram. Das fängt an bei 100 Millionen Lichtern, Stativen, Kameras, Perücken, Halloween-Schminke und. Und das alles kommt halt jetzt mit, weil wir jetzt hier sind. Ich hasse umziehen, es ist immer so viel Arbeit. Komm, worauf warten wir los? Auf die Arbeit. Irgendwie sieht der Raum jetzt viel kleiner aus, wo kein Sofa mehr drin ist. Ich bin hier gerade ein bisschen am Aufräumen und ich frage mich, warum? Ich denke, wir haben ein Problem. Und das Beste daran ist, wir nehmen die alle nicht mal zum Schlafen. Wer schläft denn ernsthaft mit Schlafmaske? Schreibt es mal in die Kommentare. Meldet euch bitte. Ich kenne niemanden. Ihr wisst schon, das ist für unsere ganzen Überraschungs- und Heimlich-Videos. Komm alle mit. Alles aus diesem Raum muss irgendwie mitkommen. Was macht dieses Halloween-Kissen noch hier? Und wir haben so viele Stative und Lichter. Wir brauchen einen ganzen Umzugswagen. Akkus. Was ist eigentlich mit dieser Torte? Darf ich die zur Feier des Tages heute zerschlagen? Nein, aber der Moment wird kommen. Nicht heute. Du bist wirklich böse. Das muss natürlich auch mit. Ja, was haben wir als letztes gemacht? S, Bruder, V, Oma, V, Schwester. Weihnachtsgeschenke. Das ist ein Jahr her. Wir benutzen unser Glücksrad eindeutig zu selten. Die Perücken müssen jetzt erstmal mit. Warte, ich hole die Kiste für die Perücken. Hier ist doch eine. Nehme ich eine extra. Hier ist auch noch so jede Menge Kamerazeug. Oh. Der AIDS-Ball. Werden wir es schaffen, heute den ganzen Umzug zu machen und nur diesen einen Tag dafür brauchen? Sieht gut aus. Willst du ihn auch was fragen? Magische Billardkugel. Nein, das ist doch der AIDS-Ball. Ja, der AIDS-Ball ist eine Billardkugel. Magische Billardkugel. Lieber AIDS-Ball. Ist es eine gute Idee mit der YouTube-WG? Oh, das reicht sich. Du solltest nur Fragen stellen, wo du die Antwort verkraften kannst. Ja, kann ich. Das ist die beste Idee, das weiß ich einfach. Sieht nicht gut aus. Nein, dein Ernst jetzt? Vicky, du stellst alles unter ein schlechtes Omen. Upsi. Wie sieht's aus mit den Perücken? Voll. Und da ist sogar noch eine drin. Ich glaube, das könnten wir mal aussortieren. Ich weiß nicht mal, wofür das ist. Nicht dein Ernst. Was denn? Ja, das Licht liegt jetzt auf der Rückbank. Gute Idee eigentlich. Sehr platzsparend. Bist du dir sicher, dass das auch noch mit reinpasst? Oh nein, mein armes Auto. Fertig. Passt. Ein bisschen drücken, wenn es zugeht. Nicht so fest, schon mit Liebe. Ja. Die Post war da und da steht drauf YouTube. Ich packe das mit euch zusammen aus und guck da rein. Ein schwarzes Ding. Kannst du dich noch an deinen ersten Abonnenten erinnern? Oder deinen 100. Oder deinen 1000. Auf jeden Fall an den 100.000. Das ist unser Button. YouTube Play Button für 100.000 Abonnenten auf unserem neuen YouTube-Kanal Victoria Serena Schwarz. Er glänzt und spiegelt sich so schön. Wir haben einen Schwarz-Kanal und der hat jetzt 100.000 Abonnenten erreicht. Und dafür haben wir diesen Preis bekommen. Mega cool. Checkt also unbedingt unseren Schwarz-Kanal aus, falls ihr den noch nicht kennt. Und wenn ihr auch direkt abonniert, würden wir uns super freuen. Wir heißen Victoria Serena Schwarz. Willkommen in der YouTube-WG. Die erste offizielle Kiste. Und die Türschnalle ist noch immer nicht repariert. Wichtiger Reminder. Wir haben auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist der Plan. Hier an diese Wand sollen solche Steinoptik. Es ist aber einfach richtig weich. Da kann man mit dem Kopf gegenschlagen. Abziehen. Klebt
Das ist so easy und guck mal, wie groß da so eine Platte ist. Das heißt, wir brauchen gar nicht viele Platten und wir haben die perfekte Wand. Legen wir direkt los? Klar, los, los, los. In der Küche haben wir jetzt die DIY-Station aufgebaut und wir schneiden immer diese halben Steine raus, damit es an der Wand dann hoffentlich ganz realistisch aussieht. Am Ende müssen nämlich alle Teile so aussehen. Passt das so ineinander. Cool. Boah, Vicky, sie hat jetzt schon die Decke angezeichnet. Ja, weil Sarina ist echt hier, die stresst mich von unten und dann werde ich nervös und jetzt habe ich die Decke angemalt. Aber sie sagt, nein, du musst die unten schön zeichnen, nein. Genauso ist die unten. Ich habe da jetzt auf dem Vorzeichenpapier, jetzt können wir das da unten abhauen. Gleich schon wieder kündigen. Das wird nichts. Wir streiten uns nur. Könntest du noch sagen, dass das Spaß war? An alle, die sich jetzt Sorgen machen, das war nur Spaß. Wir kündigen nicht. Das ist die Rundung von unserer Decke. Der große Moment. Das ist fast wie angegossen. In die Rundung. Es wäre jetzt perfekt. Ich brauche nur noch ein Radiergummi für den Strich, den ich vorhin in meiner Panik gemacht habe. Du musst aber gucken, ob es gerade ist. Das kriegen wir nie wieder ab. Kann mir mal einer helfen? Wo ist denn jetzt meine Rundung hin? Es gehört unten. Na, da fehlt mir links. Magst du es machen? Ja. So? Mehr in die Ecke. Ja, so. Gerade. Dann jede Linie muss gerade sein, sonst geht die immer schief weiter. Ist gerade. Tut echt nicht weh. Erste Vorhang hängt. Und der gehört nur gebügelt. Das sieht richtig schick aus. Also wie ihr seht, wir sind noch nicht ganz fertig. Hier drüben sollen auch noch ganz viele von diesen Steinen kommen. Und hier oben drüber. Ich habe einen kleinen Haul für euch. Cute hellblaue Kunstblümchen. Die süßeste Vase der ganzen Welt. Ist das nicht cute? Der Test. Noch eine Vase. Zwei Kerzenständer mit Trockenblumen. Und noch mehr Trockenblumen in Gläschen. Das war's. Hier muss nämlich noch ein bisschen geputzt werden. Ich putze nicht alles auf einmal, ich mache das stückchenweise. Und hier kommt später noch ein Esstisch hin. Und die Sessel. Sessel haben wir noch keine, aber Tisch haben wir schon einen. Der ist im Moment noch bei mir zu Hause. Das ist mein alter Tisch. Ich habe mittlerweile neun, deswegen kommt mein alter erstmal hier hin. Ich finde es toll, Sachen wieder zu werden. Und ob der ins Auto passt, weiß ich noch nicht. Wir haben euch ja schon mal gefragt, in welchem Stil wir die YouTube-WG einrichten sollen, weil wir uns einfach nicht entscheiden konnten. Zwischen diesen dreien können wir uns einfach nicht entscheiden. Deswegen müsst ihr unbedingt, jeder einzelne von euch, einen Kommentar schreiben, ob ihr für Stil 1, 2 oder 3 seid. Und wir werden es dann auswerten. Und das Problem an der Sache ist, ihr konntet euch auch nicht entscheiden. Es waren super viele Stimmen fürs Beach House, es waren aber auch super viele Stimmen für Kawaii und für Glam. Und ja, wir haben es versucht auszuwerten. Aber raus kam eine Mischung. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir werden auch irgendwie eine Mischung aus allen drei Stilen machen, weil uns gefällt alles und wir haben ja auch schon so ein paar Teile vorher und die passen auch so in diese Stile und deswegen wird es halt einfach eine Mischung aus einem Kawaii Beach Glam House. Yay! Ich hoffe, das wird gut und es wird nicht zu durcheinander aussehen. Dann wird es unser ganz individueller eigener Stil, der dann YouTube-WG-Stil heißt auf der ganzen Welt. So? Oder so? Okay, erstmal so. Noch haben wir auch gar keine Stühle. Bitte Shoppinggerät. Meinst du, das bricht vielleicht zusammen, wenn wir dabei sind? Ach so, du darfst drauf sitzen. Aber wenn ich mich dazu setze, dann bricht es zusammen. Vielen Dank auch. Wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Diesen Kommentar habe ich schon manchmal gelesen. In den Kommentaren? Über dich. Nein, über dich. Über dich. Was gefällt dir denn so? Beige? Aber das wird halt leicht dreckig. Aber es ist egal. Oh, sowas. Der ist plüschig. Cool. Aber der ist zu teuer. Wir müssen ein bisschen sparen. Hier ist so eine Muschel. Oh nein, das ist ein Kindersessel. Ich glaube, da passen wir nicht drauf. Mist, ich will den. Was um alles in der Welt ist das? Wenn der nicht so teuer wäre, ich sag's, ich würde den kaufen. Weil du das hässlichste YouTube-Video der Welt.
glaube, wir sollten nicht verraten, was wir bestellen. Wir haben was ausgesucht. Und wer baut die Stühle dann auf? Die muss man doch nicht aufbauen. Ich glaube schon. Mindestens die Füße dran, oder? Das schafft doch jeder. Die Umzugshelfer sind da. Also der eine. Gary, der Greifarm. Gary, der Greifarm, ist jetzt bereit zu helfen. Kannst du bitte nichts da anfassen? Oh, wie killer ist das? Gefährlich. Hey. Das ist nicht die größte Hilfe. Ich liebe ihn. Ich habe den gleich mitgebracht, weil den können wir bestimmt gebrauchen. Den braucht man für genau nichts auf dieser Erde. Doch. Kissen aufschütteln. Will mein Spiegel mit dabei? Der ist ganz schön schwer. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Nichts passiert. Und hier soll er hin. Sarina sagt, er passt hin. Ich sage, er passt nicht hin. Er passt locker hin. Krass, er passt wirklich hin. Jetzt bin ich überrascht. Hey, ist doch voll gut. Eigentlich cool. Pizza, Pizza, Pizza. Das ist die Pizza. Mir ist gerade eingefallen, wir sollten es nicht YouTube beginnen, sondern Pizza, Vicky. Alles, was wir bisher hier bestellt haben, war Pizza. Oder Ikea. Oh, das ist eine. Lass dem Video super gerne einen Daumen nach oben da und unbedingt abonnieren, da würden wir uns so sehr drüber freuen. Bitte auf Abonnieren klicken unter dem Video. Nudeln wären jetzt aber auch ganz lecker, so als Beilage. Tschüss!